Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World DS. Ja, das letzte Mal. Hat Pagumon Bauchschmerzen gehabt. Wir haben eine komische Antidos-Nuss erhalten und. Ich gehe jetzt erstmal hinten. Ja, du siehst wie ein guter, blabla, starker Trainer aus. Komm in Herr Fun. Ich möchte mit, Nemon sprechen. Egal. Kaufen. Ja, mal, hier gibt's Epic Chips, die, drei. Zone halten, ja, genau. Zones heilen. Die 300 reichen erstmal. Kaufen wir 0 Stück, genau. Ich möchte gerne 10 Stück haben. Und einmal HP zu mitnehmen, please. 5 Stück, okay. Dann gehen wir jetzt raus. Es reicht für die Vorbereitung. Thank you, please come again and have fun, ne? Ja, weil die Umfrage, sage und schreibe, schon eine Antwort hatte, ob ich weitere Teammitglieder mitnehmen soll, nehme ich erstmal keine mit. Deswegen läuft das blöde Dinger. Und deswegen gehen wir in den Pocket Spam, wo wir diesen Star Piece kriegen sollen. Tun. Dum, dum. hier leben also die Gotsumon. Ich hoffe, sie können mir ein Starpiece geben. Ein Starpiece? Was ist los? Gibt's ein Problem? Nun, in der Regel keine Ahnung, haben wir Starpiece, aber vor kurzer Zeit hat ein Shoot-Geckomon und die anderen Comeback oder sowas. So, auf jeden Fall ist da jetzt so ein Short-Geckomon und deswegen können die keine Star-Piece mehr herstellen. Ich verstehe, das ist ein Problem. Nun, dann lass mich das lösen und dann sollen sie euer Zuhause zurückgeben. Scheiß Englisch. Wirklich? Das war wirklich sehr hilfreich, danke. Du musst in die Whirlpools gehen, die nach links spinnen, um in die Areale zu kommen. Okay, verstanden. Ja, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus und das dreht sich nach... im Uhrzeigersinn. Gegen Uhrzeigersinn. Ein Crabmon, hallo. Und noch ein Crabmon, hallo. Also denn, man darf nicht vergessen, das Spiel ist ab jetzt blind. Also blinder geht's nicht. Also, wow. Und wow, halten die viel aus. Welches Level sind die denn? Hallo Crabmon, welches Level bist du? 18, das ist eins mehr als Morphe. Der jetzt gerade 8 Schadenspunkte reinkriegt. Wow. Instant Freezer, das können wir auch. Beziehungsweise bei uns heißt es glaube ich anders, aber egal. Komm, kloppen wir erstmal an hier weg. Zack, zack. Möp. Jonas, du kannst echt gar nichts. Zack. Und sterb. Nein, es stirbt einfach nicht. Warum? Sterb. Es ist tot. Oh mein Gott, hat das gedauert. Ranger Klaus. Klaus. Mann, ich habe ein schlechtes Deutsch drauf heute. Deutsch, oh Gott. Ja, keine Ahnung. Feuer ist wohl nicht gerade effektiv gegenüber Wasser. Gucken wir uns mal Wind an. Putsch. Na gut, wenigstens ein Critical Hit. Ja, du kannst nur Wasser. Wasser wird gegen Wasser nicht so effektiv sein. Was kannst du so? Dann macht man Darkness Gear. Ich denke mal nicht, dass es groß effektiv ist, aber es macht einfach mehr Schaden als der normale Angriff. Wie wir gerade sehen konnten. 50. Ja, das sieht gut aus. Und irgendwie nervt mich da diese Anzeige. Geh mal weg. So. Okay. Da. Kommt man hier noch irgendwo hin? Ach, bist du süß. Dich mag ich. Du bist klein. Ach, da können wir nicht rein. Okay. Wir können nur in die Großen rein, anscheinend. Ein Geckomon. Hallo Sasa-Verschnitt. Hallo Crabmon. Mein Sasa ist schneller als deins. Na komm, das ist ein Wasserangriff. Mach mal lieber so. Zack.
Toll, das Geckomon hält weniger aus als das Crabmon. Vielleicht hat Crabmon eine dickere Schale oder so. Der kann mich auch ablecken. Und natürlich. Na gut. Machen wir mal Bunnypummel. Hey! Hey! Mal gucken, wie viel das bringt. Oh Gott. So gut wie gar nichts, außer es macht ein Critical. Und Jonas kann das gut critten. Autsch. Ich weiß nicht, wie Confusion in Digimon wollte. Es ist... Ah, greif es einfach an. Scheiße! Ah, okay. Es fällt einfach nur aus. Gut, okay. Nicht so wie in Pokémon, wo sich plötzlich 3000 Lebenspunkte selbst abzieht oder so. 60... Ja. Dann gehen wir mal hier in den großen. Dam. Da ist eine Truhe. Nein, ich spreche keine Truhen mehr an. Nee, die sind mir zu doof. Und hier ist auch nur ein Ausgang. Auf gut Deutsch. Wir kommen hier wieder weg. Hallo. Da lang. Dann kommen wir hier hoch und dann kommen wir hier runter und da geht's nicht weiter. Und da haben wir einen Farm Report, den wir nicht haben möchten und zum Glück hat sich das Spiel nicht aufgehangen und ich vergesse Kommapunkte und jegliche andere Grammatik einfach hier einzusetzen, weil ich einfach in einem Ding durchrede und da ist ein Blossomon. Hallo. Natürlich kommt der Einzige mit dem Feuerangriff erst, weiß Gott wann dran, ja toll. Ich hoffe mal, dass Feuer gegen Insekten, Pflanzenverschnitt gut ist und ich hätte gerne Darkness Gear schlichten, einfach weil ich es kann. Ja, Blossomon ist auch so ein Digimon, was öfters Auftritte hatte. Ich weiß, dass es auf jeden Fall in Zero Two einen Auftritt hatte. Ich weiß, dass es noch in irgendeiner anderen Staffel einen Auftritt hatte. Und jetzt in der neuen X-Cross Wars hat es auch wieder einen Auftritt gehabt. Ja, ich hab's mir angetan zu gucken. Tuttenton. Murphy ist ein Level gestiegen, das ist schön. Dann gehen wir jetzt hier lang und... Oh je. Ey, hier geht's hoch. Und dann geht's nach vorne runter. Und da ist eine lilane Truhe, die wir sicherlich nicht öffnen können. Oder doch? Ich habe keine Ahnung, ob das erst mit Golden oder Platinum oder keine Ahnung wie zu öffnen ist. Auf jeden Fall ein Crabmon und noch ein Crabmon. Nein, ein Veggiemon. Ein Vegetarier. Und ein Crabmon. Wie schön. Dann haust du einmal auf Veggiemon drauf. Das ist, was ist. Champion. Aua. Und du schmeißt einmal den Power Laser rein. Das müsste genau alle treffen, ja. Bang! Ui, das war schön. Nochmal! Einfach ganz normal draufhauen. Oh, wobei, ich hätte auch heilen können. Iron Shell, das erhöht doch die Verteidigung, ne? Natürlich von dem Rechts, wo wir nichts sehen konnten. ganz normal draufhauen, auch wenn er jetzt erhöhte Verteidigung hat. Hilft dir bestimmt nicht mehr viel. Einatmen nicht vergessen und draufschlagen. Komm, Punch. Punch ist weg. Wie ich gerade sehe, sind die gerade sehr unglücklich, was das Heilen anbelangt. Sasa braucht mehr Heilung. Njup. Okay, weiter geht's. Wager Claws. Du hast auch so Krallen, ne? Ja, die sieht man da. Die imaginären Krallen. Confirm. Also Sasa ist hier mit seinen reinen Wasserangriffen nicht gerade die... Der eben war schlechthin. Noch 20 EP, dann steigt Sasa wieder ein Level. Da hätte ich ihn gar nicht heilen brauchen eigentlich. Nun, da ist ein großer. Da ist ein großer. Wo muss ich hin?
Ein Grabmon. Hab ich schon 120% zusammen. Ach, schon wieder diese Dreierkombination. Na gut. Ja, wir brauchen Erfahrungspunkte. Ende. Du bist Insekt. Keine Ahnung, mache ich einfach mal, weil ich es kann. Okay. Das war jetzt nicht gerade schlecht. Auch wenn er jetzt sterben wird. Oder? Sauber. Gut gemacht. Nun kommt Instant Freezer auf das Wasser-Digimon, natürlich. Und Iron Shell wieder auf den anderen, nicht wahr? Kann ich gucken? Nein, ich kann nicht gucken. Dann machst du jetzt... Attack Trines, ja wow. Na komm, greif einfach an. Ob im Wasser... Mach's einfach mal. Na gucken, was passiert. Jo, das sah gut aus. Kann ich merken. Du greifst ganz normal an. Ja, okay. Ich denke mal, mit dem Spezialangriff hätte es vielleicht geschafft, ihn direkt zu töten. Aber wow, ging daneben. Und Strange Punch. Zack. Gut. Ein HP Chip D. Und Sasa Level Up. 23. Gehen wir mal hier rein. Da. Oh, hier waren wir schon. Nein, hier waren wir noch nicht. Oh Gott, Ene, Mene, Mu und ich nehme den längeren Weg. Und nun sind wir. Keine Ahnung, wo. Kiste? Blau müsst. Können wir blau öffnen? Keine Ahnung. Speichern auf Nummer 2. Ja. Kindness, die. Ach, das sind die, die braucht man, soweit ich weiß, um verschiedene Digitationen auch zu machen. Ein Stingmon! Ich bin begeistert. Und noch eins. Ich bin immer noch begeistert. Und noch eins. Jetzt bin ich weniger begeistert. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Electric ist doch sicherlich gegen Wasser gut, oder? Ich wollte es eigentlich nicht herausfinden, aber es scheint so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht gut gegen Maschine. Ach komm, da lohnt sich eine Zunge. Wow. Stingmons. Ich bin begeistert. Und ein Confused. Wie schön. Ich weiß nicht, ob Confusion weggeht, wenn man draufhaut. Deswegen greife ich jetzt erstmal die anderen beiden an. Wow. Drei Stingmons auf einmal. Das ist schön. Ich mag Stingmons. Und sind alle drei nochmal dran. Winter Claws macht mehr Schaden als Electric Blast. Hey, du bist verwirrt. Dummes Ding. Egal. Metallic Ball, das könnt ihr tun. Ja. Hat auch ein bisschen mehr weh getan. du machst nochmal mit deiner Zunge so einen Schleckangriff. Nam. Nom nom nom. Jo, und das eine ging natürlich daneben. Oh nein, der eine ist immer noch verwirrt, also kannst den anderen angreifen. 71 Schaden. Metallic Ball. 15, ja komm. Oh. Oh, oh, oh. Ey, du bist verwirrt, du blödes Ding. Also mach mal nichts, ja? Komm, heil ich nachher mit dem Item, wenn's sein muss. Oh, komm. Das ist doch lächerlich. Sterb. Winter Claws, zack, zack. 25. Oh, Himmels Willen. Na komm, ganz normal angreifen. Und die Verwirrung bleibt. Okay, ist anders als in allen anderen Pokémon Spielen allgemein gefühlt, die Verwirrung. Metallic Ball. Aua, doch nicht auf Sasa.
Der mag kein Metall. Strange Punch. So ein Stingmon scheint ja gar nicht gerade mal. Scheint gerade mal gar nicht, ne? Genau. Scheint ja gar nicht mal so schlecht zu sein. Und ja, als nächstes steigt dann Jonas mal sein Level. Wo kommen wir denn hier hin? Wo sind wir hier? Waren wir schon mal? Ich glaube schon. Das sieht so bekannt aus. Und ich habe mir überhaupt nicht gemerkt, wo ich lang gegangen bin. Ach, ja, klasse. Ja, hallo Blossomon. Weißt du, ich bin gerade sowas von überhaupt nicht gesund, aber egal. Ich mach dich einfach platt. Ich versuch's gleich mal mit Tiny Twister. Mal gucken, ob das mehr Schaden macht. Wobei. Ach komm. Einfach nochmal draufhauen. Aua. 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 Ja, reicht's? Mann. Du machst deinen Hauptjob. Du heilst die beiden. Arme Smurfy hält so viel aus, ist aber trotzdem das höchste Level von allen. Unglaublich. Das höchste Level. Ah, das kleinste Level, aber die höchste HP. Strange Punch. Mann, 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 Mann. Scheiß Blossomon, sterb. Und schon wieder dieser 3000-fache Angriff von... Au! 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 Wow! Wie viel hast du, Sasa? 300? Haben wir ein normales Item, was ich dir geben kann? Machen wir erstmal so. Ich glaube, Murphy macht den größeren Schaden. Ah, das hätte ich auch geben können. Egal. Mach mal so, ich will kein Risiko eingehen. Wow, können die hier schon reinhauen? Also wow. Puh, wow. Und aua. Nein! Jonas, nein, du darfst nicht sterben, aber er tut es jetzt. Oh Gott. Okay, ich müsste nur noch eins zum Wiederbeleben haben, oder? Jetzt ist die to receive one early in one zone, ja. Der weiß, wie man Schaden reinhaut. Und Jonas ist trotzdem vorher dran. Wie schön. Komm, jetzt müsste es aber niedergehen, oder? Noch nicht? Wow, du musst jetzt treffen. Sonst sind wir am Arsch. Okay. Wow. Wow. Das nenne ich meinen Kampf. Ja, wieder nach oben. Dann wieder da hochklumpsen, kraxeln und dann da hinten wieder runterkraxeln und wieder hier lang und keine Ahnung haben und so weiter. Oh nee. Auf dich habe ich ja sowas von keinen Bock. Jedes Digimon außer Blossomon. Tschüss. Nee. Okay. Bye bye. La la la. Gehen wir einfach mal hier oben lang. Digimon gefunden. Ein Geckomon. Und. Nein, alles außer Blossomon. Ich mag das Ding nicht. Das macht so viel Schaden. Geht's da oben auch lang? Nee, geht nur hier lang. Okay. Oh, toll. Was hat Keramon? Ach so, er hat etwas gerochen. Mit seiner nicht vorhandenen Nase. Und jetzt sind wir wieder hier, deswegen fahre ich eben mal nach Hause gleich. Ah, was ist das? Es sieht aus wie ein alter Topf. Was ist das? Etwas kommt raus.
sehr gut gemacht, Keramon. Okay, du hast Point Up bekommen in Darkness-Verteidigung. Und wie du dich freust. Oh. Okay, ich brauche Wiederbelebungschips. Wow. Das ist brutal. Kann man die auch Backstage kaufen? War ich einen längeren Part oder teile ich den gleich? Werde ich gleich mal sehen. Bye. Und schief die alle drei Felder. Ich glaube nicht, dass ich sowas brauche. Ich gehe wieder. Ich kaufe lieber hier einen ganz normalen. Das ist der Item Shop. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte gerne etwas kaufen. Und zwar die Nein! Oh, egal. Kann man ja nie genug von haben, ne? Brain? Cool, man kann Gehirn kaufen. Das da reicht mir. Und zwar kaufe ich davon auch mal so um die 6 Stück, ja. Okay. Ist wie Beleber. Kann man immer mal gebrauchen. Bitte kommen Sie wieder. Ja, mache ich irgendwann mal. Hui. Und nun sind wir einmal im Kreis gelaufen. Wie episch. Hallo Gecko. Bist du überhaupt, wo ich lang kann? Gecko. Ja, ein langsam sich drehen, das Spin bringt uns zu einem schnell drehenden Spin oder sowas. Jetzt gehe ich einfach mal hier rein. Ich bin voll verplant, das ist ja unglaublich. Hallo? Wo muss ich hin? Ui, und jetzt gehen wir wieder hier runter und da hinten noch was. Nein, da ist nur die Truhe. Verwirrend, dieser Sumpf. Ich will hier nicht wohnen und schon wieder ein Blossomon. Nein, ich will nicht gegen dich kämpfen. Alles nur nicht dich. Du hast ihn noch irgendwo aufschreiben, damit du es kapierst. Da. Hatten wir den da schon? Jetzt male ich mir nachher eine Karte und wir sind wieder hier. Okay. Gut, also das ist nicht der richtige Weg. Crabmon? Okay, gut geraten. Die machen wir ja fertig. Die hauen wenigstens nicht 3000 Schläge mit einem Ding raus. Boah. Bang! Und verfehlt. Warum auch nicht? Weil er es kann, ne? Ich glaube, ich habe auch wieder vergessen, die Ausrüstung anzulegen. Egal. Muss ich eh eine neue kaufen, mache ich im nächsten. Vielleicht das nächste Mal wieder offscreen arbeite wohl. Instant Freezer. Macht nicht so viel Schaden. Auf jeden Fall nicht so viel wie Blossomon. Mit 3x100. Ein paar Quetschte. Das würde Jonas selbst mit vollen HP anscheinend nicht überleben. Zack, räum's down. Mal so zusammengefasst. Darkness Gia, aber nicht auf den, sondern auf ihn. Tot. Gut. Da war es nur noch einer. Und nun versuchen wir einfach mal ein Tiny Twister. Wie auch immer ein großes Digimon einen Tiny Twister machen kann, ne? Und Ranger Claws. Auf den Tank. Warum auch nicht? Kampf. Strange Punch. Komm. Ich werde mich jetzt bis in alle Ewigkeiten hier verlaufen. Wow. Darin bin ich gut. Ich kann diese Map jetzt schon nicht leiden. Kaum spielt man einmal blind, verläuft man sich bis in alle Ewigkeiten und kommt entweder zum Anfang zurück oder wieder zum Anfang. Oder zum Anfang. Aber nicht dahin, wo man hin will. Das heißt, da oben waren wir jetzt. Dann war schon lange gegangen, soweit ich weiß. Dann gehen wir jetzt mal an den da rein. Dann
Dam, da, da, dam. Ein Gecko-Mon. Und ein Blossom-Mon. Wenn ich ans Fenster rankommen würde, würde ich rausspringen. Ja, danke, Vince, komm hier weg. Vielleicht ist Blossom-Mon so scheiße lahmarschig, dass sie uns nicht aufholen kann. Wo kommen wir denn hier hin? Hui, die Toilette runter. Ah, toll. 3 Meter weiter. Hier sind wir den längeren Weg gegangen, warte ich mal. Dann gehen wir erstmal den kürzeren Weg. Wo sind wir nun? Da ist noch einer. Da ist nichts. Da ist auch einer. Irgendwie will ich hier ein State setzen, damit die Nieren dauernd irgendwo anfangen muss. Und ein Blossomon. Und noch eins! Ach komm. Nee. Nee, Blossomon mag ich nicht mehr. Blossomon ist scheiße. Tschüss. Verschwinde. Rechts oder links? Ich nag mal rechts vor links. Oder komme ich jetzt da oben raus? Nee. Oh, hier sind wir bei der Truhe. Cool. Okay, dann denselben Weg nochmal. Welchen Weg sind wir nochmal gegangen? Den hier? Kurzzeitgedächtnis anscheinend. Und ein Blossomon. Tschüss, Blossomon. Wenn mal was anderes kommen würde, würde ich es ja kaputt hauen, aber nein. Whee! Whee! Irgendwie könnte ich den Part bestimmt verirren für Fortgeschrittene nennen oder so. Whee! Whee! Also nun, links vor rechts. Dann kommen wir wohl da oben hin. Wow, wer hätte das gedacht? Und wo sind wir nun? Wo können wir denn da hin? Ich habe keine Ahnung. Und wo kommen wir da hin? Ein Crabmon. Ein Geckomon. Und ein Geckomon. Und ein Geckomon. Okay, das sieht okay aus. Wenn jetzt noch ein Crabmon kommt, natürlich. Wow, das ist so einiges an Digimon. Da müssen wir mit der Zunge ran. Und zwar auf die beiden. Nom nom nom. Sogar beide getroffen. Gut. Machen wir schon mal einen Geckomon kaputt mit dem Powerlaser. Bang. Gut, das hat geklappt soweit. Ich mag es, wenn dein Plan funktioniert. Und warum greifst du die beiden da an und... Du hast etwas gegen Sasa, oder? Wir mögen unsere Gleichartigen nicht. Die lecken mal ab. Oder ist das eine Begrüßung? Auf jeden Fall haben sie was gegen Sasas. Machen wir mal Aura of Healing auf die beiden. Schlicht und einfach, weil Sasa so wenig Lebenspunkte hat. Okay. Ja, Spacing Out, natürlich. Was der Gegner kann, muss man selbst ja nicht können. Critical. Ist das Crabmon weg? Ja, gut. Böse Zunge. Oh Gott. Ich habe nichts gegen Confusion, ne? Confusion noch mit der Zeit weggeht? Ich habe keine Ahnung. Komm, dann battlen wir mal die beiden hier. Nur. Ja, du darfst. Du darfst. Gut. Ist vielleicht auch so ein. Wie so ein Münzwerfen. Wenn Kopf da war, angreifen. Wenn nicht, dann hast du Pech gehabt. Da, 73. Jautsch. Jautsch. Moment. Eine... Okay, es steht jetzt nicht zum Glück nicht, wie viel prozentige Chance es ist, dass man den Gegner verwirrt. Aber wow. Das war ein voller Schirm. Das erste Mal. Und dafür ein Level up. 155 Erfahrungen. Also wow. Das ist doch schon so einiges.
Und ein Farm Report von Kalumon. Nein, heute nicht. Wo kommen wir denn? Ah, hier ist nichts. Okay. Wir haben zwei Wege zur Auswahl. Oder nur einen. Weil das unten kleiner. Ich glaube, das da unten war ein kleiner. Und weh, das ist jetzt wieder ein voller Bildschirm. Um Himmels Willen. Nein. Oh Gott. Wir krümmeln mich unter meine Decke. Bestimmt das ganze Kampfterror voll mit diesem einem Kampfbildschirm. Okay. Böse Zunge. Auf diese beiden Helden. Nom nom nom. Ja, einer verwirrt. Das ist schon mal gut. Du machst wieder Powerlaser. Schlicht und einfach, weil sich das bei dieser Kampfaufstellung einfach nur lohnt. Zack, eins schon mal weg, eins verwirrt. Er macht zum Glück nicht böse Zunge. Das ist schon mal gut. Und du machst natürlich Instant Freezer, ne? Mhm. Natürlich. Natürlich. Ist sowas von klar. Mhm. Logisch. So, du hast wieder volle Mana. Das heißt, du kannst jetzt da ohne Probleme einfach drauf machen. Das heißt, es gibt wieder 150 Erfahrungspunkte. Das ist gut. So, jetzt sitzt du einfach mal auf diese beiden. Warum auf den Gestanden? Ich weiß es nicht. Egal. Und du machst Darkness-Dings auf den da. Damit der schon mal einen Grundschaden reinkriegt. Wow. Böse Zunge. Warum nur auf den? Und warum ist der schon wieder verwirrt? Und warum greift der so oft an? Na, wenigstens kriegt man jetzt auch mal Kämpfe geboten. Also, wow. Das wurde ja irgendwie schon langweilig. Und hauen wir euch beide mal weg. Zack. Gut. Und sicherlich darfst du nicht angreifen. Oh, oh, oh. Das Spiel meint es gütig mit einem. Tü-tü, kurz im Kopf überschlagen. Das dürft aber jetzt beide weghauen. Okay. Gut. Ja, da ist Murphy jetzt sein Level up. Wow, fast 500 HP. Das ist ein kleiner... Nee, das ist ein großer. Und... ach, keine Ahnung, nehme ich den da oben. Wo komme ich hin? War ich hier schon mal? Ja. Nein. Ich weiß es nicht. Ein Stingmon. Sind das wieder die drei Stingmons? Nee. Ein Blossomon. Schade, Stingmon. Ich mag dich, aber ich mag das Blossomon nicht. Electric Blast. Na gut, versuch mal abzuhauen. La la la. Tschüssi. Funktioniert schon wieder. Komisch. Nee, hier waren wir noch nicht. Oh, ein neues Gebiet. Oder doch nicht? Ach doch, hier sind wir wieder. Hallo. Oder doch nicht? Ich habe keine Ahnung. Wollen wir hier? Oh, eine Kiste. Speichern. Hallo. Ah, ich habe ein Repair-Tier und habe ich jetzt nicht auf der falschen Links gespeichert. Ich fürchte doch, scheiße. Wenn die Aufnahme jetzt wird, habe ich ein Problem. Ein Stingmon und noch ein Blossomon. Wow. Kreativ waren die hier aber heute. Warum immer auf Sasa? Mann, Name Sasa-chan kann doch nicht Savir. Mann. Bitte weg. Oh, wow, es ging mal nicht. Warum? Egal, ich versuch's nochmal. Ich mag Blossomon überhaupt nicht. Der macht so scheiße viel Schaden an Jonas. Ich komm wieder, wenn ich trainieren will. Hallo?
Ah, da geht's weiter. Bestimmt komme ich jetzt wieder an den Anfang oder so. Das wird mich jetzt wirklich nie wundern. Ein Crabmon? Ah, natürlich, der volle Bildschirm. Naja, wenigstens machen wir jetzt ein paar Punkte mehr Schaden und das ist so schön viel Erfahrung, die man hier kriegt und... nein, nicht Lady Blizzard. Falsche Taste. Sondern wieder böse Zunge auf die beiden. Hui! Wow, funktioniert wieder. So, und wieder Power Laser. Hattest du nicht letztens dein Level up? Ja. Hui! Und natürlich kannst du gleich wieder angreifen. Und du machst zum Glück nicht böse Zunge auf armen Jonas, der gleich stirbt. Au, 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 au. Ich glaube, da lohnt sich jetzt ein... der hier. So. Ding! Heil, Leucht, Schimmer, alle aufgeladen. Okay. Iron Shell auf. Wen? Ah. Na toll. Na gut. Dann greifen wir ein Spezial an. Wenn es sowas überhaupt in diesem Spiel gibt. Keine Ahnung. Nom 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 nom. Wow. Wow. Das hat aber ganz schön gesessen. So, dann machst du Darkness Geode auf den hier. Zack. Hat gereicht. Gut. Sei verwirrt. Sei verwirrt. Natürlich bist du nicht verwirrt. Oh, Critical. Critical Hit. Oh, komm. Kannst hauen. Geht allen relativ gut. Crabmon. Schneidet Jonas. Schnapp, schnapp. Mit etwas Glück könnte das jetzt direkt vorbei sein. Okay, gut. Das war's. 155, noch ein so ein Kampf und Gekkomon aka Sasa würde ein Level steigen. Wo kommen wir denn jetzt hin? Waren wir hier schon mal? Oh, 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 was sehen denn meine Augen da? Speichern. Und kurz Pause.